Hallo Kollege, Sie übernehmen jetzt die Regionalbahn von Köplitz nach Wildau. Lassen Sie zuerst die Fahrgäste einsteigen, bevor Sie planmäßig um 11.35 Uhr abfahren können. Weitere Informationen zum Fahrplan erhalten Sie in der Anweisung. Gute Fahrt. Meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu der Folge Transimator Classic. Heute auf der Strecke im Köplitzer Bergland. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Genau, wir werden heute mit Bordansagen und Abfahrtsansagen, also halt Bahnhofsansagen, werden wir heute nach Wildau fahren. Genau, diese Regionalbahn. Den Karlsruher Kopf und hinten nach 143 und 1-4 in Orientrot. Meine Damen und Herren, an Gleis 4, willkommen in Koblenz Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten: Regionale Bahn nach Wildau. Abfahrt 14:35 Uhr von Gleis 5. Regionalbahn nach Altenburg Hauptbahnhof. Abfahrt, meine Damen und Herren, an Gleis 5. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht bei den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. So, dann werden wir jetzt abfahren. Mit 40 haben wir Ausfahrt. Sehr laut. Ändert sich aber später dann, wenn wir in ländlichen Gebieten kommen. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Köblitz West. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, nächste Station Köblitz West. Da habe ich wohl ein 40er-Schild übersehen. Also die Signale deuten ja auf Langsamfahrt an, aber ich dachte, es kommt noch ein anderes Schild. Schau mal, ich stelle die Motorräder wieder aus. Übrigens, vielleicht kann mir einer sagen, ob es die Strecke mal gegeben hat, weil ich finde sie, diese Strecke, ich finde sie nämlich nicht mehr auf Maps wieder. Also, die scheint es nicht mehr zu geben. Auch die Städte Köblitz gibt es nicht. Also heute nicht mehr. Vielleicht weiß da ja einer von euch mehr etwas von. Aber ich glaube, das ist eine erfundene Stadt. Genau, dann stellen wir gleich Rudolf Bach an.
bei TSW ein bisschen realistischer ist. Erreichen wir den Bahnhof Oberhofbach und steigen in Fahrtrichtung aus. So, ist halt durch, ist mal gleich. Schauen uns das mal so ein bisschen an hier. Ja. Ganz nett hier. Das hier scheint irgendein Fluss zu sein. Ich wüsste gerade nicht, welcher Fluss das ist. Aber auf jeden Fall netter Fluss. Gut, dann fahren wir jetzt weiter, ne? Gleich. Drinnen hatten leider jetzt nicht so die Pfeife. Weil es doch arg viele Nebengeräusche gibt.
halten wir mal ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, hier müssen wir eigentlich halten. Aber das ist nicht so schlimm. Dieses Fahrzeug hat leider keine Innenanrichtung. Sehr, sehr schade. Also, doch, hat schon, aber ich kann halt nicht mit 5 in die Innensicht reingehen. Da müssen wir es halt so machen. Genau, schöner Endwagen. Hier mit diesen Sitzbänken. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen verbuggt. Weil in der Regel sind die natürlich nicht zu. Ja, was mir auch auffällt hier, was mich stört. Hier ist auf, nee, da ist zu, hier ist auf. Zu. Auf. Ja, ist jetzt so ein bisschen. Naja. Und ist doch alles sehr, sehr hart verpixelt. Ich weiß nicht, wie alt dieses Modell ist, dieser Wagen. Ich glaube, es kommt... Doch, doch, die Wagen müssten von... Aerosoft kommen. Aber naja. So, weiter geht's. Doch, die kommen, also die Strecke ist von Aerosoft. Und ich meine, mein Steuerwagen schon auch dabei, Aerosoft. Also ich denke mal, dass sie auch von Aerosoft kommen. Und ich kann sie nochmal einblenden. Weiter an der elektrifizierten Strecke. Rechts neben uns ist die Dieselmotorenstrecke. Wo wir noch mal die führt, ich habe keine Ahnung. Nein.
bisschen härter gebremst. Aber wir müssen das jetzt nochmal bremsen. Ansonsten rollt uns der Zug weg. Denke ich mal. So, wir sind beide wieder auf die Pluspunkte. Also den Fehler vor Köblitz West haben wir wieder gut gemacht. So, müssen wir geschickt sein und direkt beim Bremsen Gas geben. Auch das haben wir leicht geschafft. Langsam in Marienburg an. Oh, sehr schön. Hier steht eine 151. Mit Güterwagen natürlich. Auch letztes Detail, die Uhr funktioniert. Kennt man ja nicht immer. Marienbau. Auch gesendet hier. Und eine Kirche. Oh, wie cool. Eine Kirche. Weiter, wir haben jetzt noch Marienthal und Wildau.
sehr, sehr enge Kurven teilweise. Deswegen liebe ich ja diese Strecke. Hier ist so viel. Hier gibt es richtig schöne Tunnel, schöne Landschaften. Ich mag zwar auch die Fernverkehrsstrecken, aber die sind halt meistens nur fahren 250 und plus. Und das wird dann der Zeit echt langweilig. Fahrt haben wir wirklich nicht mehr. Hier los.
Das hier ist nicht so geil. Was ist hier los? Okay, also irgendwas ist immer falsch. Irgendwas ist ja gerade nicht richtig. Dann resetten wir nochmal kurz den Motor. Thank you.
Ja gut, die Anschlussreise haben wir jetzt nicht bekommen. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber der Sonderzug kommt bestimmt noch mal vorbei. Oh, das ist auch schön. Bravo, Sie haben diese Fahrt erfolgreich gemeistert und können jetzt im Bildo einen Kaffee oder Teepause einlegen. Im nächsten Szenario bringen Sie dann mit der kleinen KÜV 2 Reko-Wagen nach Osven. Oder Osven. Osven ist es. Ja, und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Am Ende leider ein bisschen chaotisch mal gelaufen, weil ich halt den Panto vergessen habe. Hier sind wir halt pünktlich. Und hier 63 Sekunden zu spät. Naja, man kann es ja mal machen. Also den Panto aus Versehen runterschieben. Ich muss mich mit meiner Tastenlegung doch zurechtfinden, weil neben Bremsen ist halt Panto runter, Panto hoch. Und da habe ich anscheinend die falsche Taste gedrückt. Naja. Nichtsdestotrotz. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Haut noch. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.